Du glaubst, dass eine geheime Nachricht in dem Popsong steckt? 1, 2, 3. Ich durchschau's noch nicht, stehe aber kurz davor. Hallo Schatz, wie geht's dir? Hi Mom. Es geht mir gut, hauptsächlich gut. Der Kinocast. Ja, da sind wir wieder zur neuen Sendung vom Kinocast. Mit mir hier in der Leitung ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris. Hallo Chris. Grüß Gott. Ja, grüß Gott auch. Hier ist der Erik. Ich grüße die Hörer und natürlich euch hier in die Runde. Und ja, wie immer haben wir ein paar Filme mitgebracht, denn ja, über Musik und Sport reden wir nicht so oft. Lasst uns lieber über Filme reden. In der Sneak Preview gab es letzte Woche den Film Under the Silver Lake. Hatte keiner getippt, glaube ich. Nee, ne? War nicht auf dem Zettel. War nicht auf dem Zettel. Hatte keiner auf dem Zettel. Ich auch nicht. Ich kannte den Film auch nicht. Ich hatte da irgendwie mal gesehen, dass der in dem Heft drin war fürs Fantasy Filmfest, konnte mir aber nichts drunter vorstellen. Das Poster sieht ein bisschen so aus wie, ach, wie ist denn der Film, den wir alle so komisch fanden auch, der einen Oscar gewonnen hat, jetzt bester Film. Na? Du meinst den mit dem Wassermenschen? Ja, genau. Okay, wie hieß denn der? Haben wir schon vergessen, verdrängt ja. Haben wir den. Der auf jeden Fall. Ja, wie hieß der? Also auf jeden Fall von Guillermo del Toro, vielleicht ja. Hilft das. Shape of Water. Shape of Water. Ich bin der Einzige hier in dieser illustren Runde, der Google bedienen kann. Ja. Also Shape of Water, das Poster sieht ja dem doch sehr ähnlich, was mich dann ein bisschen abgeschreckt hat, mich da weiter mit dem Film zu beschäftigen. Was einen interessieren könnte, ist, dass Andrew Garfield die Hauptrolle spielt und dass David Robert Mitchell den Film gedreht hat. Der hat ja vorher den Film It Follows gedreht, den ich eigentlich sehr, sehr gut fand. Und der Film, schwer zusammenzufassen, würde ich mal sagen. Also Andrew Garfield lebt in Los Angeles, nahe Hollywood, nahe dem Stadtteil. Und da ist so eine Situation, dass so ganz viele, so kleine Wohnungen in so einem, mit so einem kleinen Swimmingpool. Es sieht fast aus wie so ein bisschen wie bei einem Motel, also wo in der Mitte so ein kleiner Swimmingpool ist und rundherum so die Eingänge von den Wohnungen, ist aber hier so eine Wohnanlage und da wohnt er und neben ihm wohnt eine ältere Schauspielerin, die ihre besten Zeiten schon ein bisschen hinter sich hat, aber trotzdem gnadenlos immer blank zieht auf dem Balkon. Ihn besucht auch immer mal irgend so ein Sternchen und dann gehen die da sofort ins Bett und beschäftigen sich aber eher so mit anderen Dingen, während sie bei der Sache sind. Und gegenüber zieht bei ihm eine junge Frau ein, die dann auch mal im Swimmingpool baden geht, was ihn sehr fasziniert. Und der ist so ein, von der Art her nennt man so Slacker-Typ, also eher so, der kifft da rum und lebt so in den Tag hinein und die Miete ist er auch im Rückstand, sodass demnächst damit gedroht wird, dass er zwangsgeräumt wird und damit, da kümmert er sich aber eigentlich gar nicht so richtig drum und ja, er verknallt sich dann so ein bisschen in die Frau, mit der er irgendwie einen schönen Abend verbringt und mit der quatscht er dann auch noch bis in die Nacht hinein und die hat ganz seltsame Leute, die bei ihr mit in dieser WG oder was das ist, wohnen und ja, irgendwie geht er dann halt nach Hause und als er sie wiedersehen will, ist die Wohnung leer. Da ist nur noch eine kleine Box drin, da ist ein Vibrator und noch ein paar andere Dinge. Die anderen Sachen habe ich mir nicht gemerkt. Den Vibrator hast du dir gemerkt? Ja, das war ja das Offensichtlichste, weil den nimmt er ja raus und macht da noch komische Sachen damit. Und ja, er versteckt sich dann wieder und dann kommt eine Frau und holt das ab und er fährt den nach. Und dann, er sucht halt die... seine Liebe auf den ersten Blick sucht er halt jetzt die ganze Zeit. Also er weiß nicht, was damit passiert ist. Er sieht dann im Fernsehen mal so einen Bericht, dass irgendwie eine Frau zu Tode gekommen ist und erkennt da was von ihr wieder und nimmt dann halt an, dass sie tot ist und will diesen Todesfall aufklären, was ihn dann durch Los Angeles und Hollywood treibt an die komischsten Orte und er hat doch eine ganz
kuriose Art da von seinen Ermittlungstätigkeiten, auch wie er mit den Leuten umgeht und was er für Leute kennenlernt. Und ich will natürlich jetzt mal... Er ist eine riesen Verschwörung auf der Spur. Ja, wie die meisten Kiffer. Die ja schon relativ früh auch angefangen hat. Siehe die Cornflakes-Packung von 1960. Aber das war doch relativ spät, oder? Mit der Cornflakes-Packung, ne? Mit dem Typ. Übrigens, der eine, das war der einzige halbwegs noch Lichtblick da, diese Nebenfigur, der spielt nämlich in meiner Lieblingsserie jetzt Always Sunny in Philadelphia mit. Da spielt er da so einen von denen, mit denen sie immer mal so ein Beef haben. Ja, aber sonst, puh. der Film, ich hab's ja beschrieben. Ach nee, fang du erst mal an, Chris. Was ist das? Du bist gerade so eingestiegen. Der Film ist sehr anstrengend. Also ist es, der geht, wie viel, über 2 Stunden, kann das sein? 139 Minuten. Ja, also über 2 Stunden. Und es ist was passiert, was mir lange nicht passiert ist. Ich bin tatsächlich eingeschlafen im Kino. Ich habe, glaube ich, die wichtigste Szene gegen Ende habe ich nicht mitbekommen. Habe wahrscheinlich dann auch die ganze Auflösung verpasst. Lustigerweise, die, mit denen ich drin war, Herr Späthe, der konnte es mir auch nicht wirklich erklären. Ja, Herr Bendel, das ist so richtig. Das kann ich so. Ich kenne auch noch einen Herrn Wagner, der ist auch eingeschlafen. Ja, richtig. Echt? Also, Habt ihr alle neben mir gepennt oder was? Bin ich der Einzige? Ja. Im Himmels Willen. Und es ist eigentlich ist es echt traurig. Also es, wie gesagt, und das, ich denke, das spricht ein Stück weit auch für sich, wenn man wirklich mal während dem Film einschläft. Also mich hat die Story null, also ich habe ja den Trailer gesehen und habe gedacht, boah, das könnte sich eine richtig krasse, lustige, vielleicht auch lustige Geschichte entwickeln. Was rauskam, ist eigentlich genau das Gegenteil. Es war ja eine Verzwackung seltsamster Umstände, teilweise lieblos aneinander gestückelt, und war einfach, ich habe es ja auch dann in der Metropolitik-Gruppe so genannt unter der Abstimmung, einfach ein seltsamer Trip. Also für mich war es ein extrem seltsamer Trip. Ich merke gerade, ich habe doch gar nicht abgestimmt. Du hast auch das mit dem seltsamen Trip gar nicht geschrieben. Doch, ein seltsamer Trip war die Sneak Nummer 3. Ach so, hier oben. Ah, so, ich dachte als Kommentar. Ich würde mich gerade erzählen. Ja, ich muss nicht groß kommentieren, ich schreibe die Texte. Du gibst quasi die Meinung vor. Jeder hat das Recht auf deine Meinung. Ja, richtig. Jeder hat prinzipiell immer das Recht auf meine Meinung. Und da ich ja Lehrer bin, hoffe ich, dass mich jetzt alle bei der AfD melden werden. da gibt es ja diese netten Portale. Nein, also nochmal zurück zum Film. Mich hat es nicht gecatcht. Also ich kam nicht damit klar. Deswegen, mich hat es dann irgendwann, das Spannendste war dann der Kinosessel, weil der dann warm und bequem war, wo ich dann einfach vor mich hingeruselt bin. Und es konnte auch Andrew Garfield, dessen nackten Poppes man jetzt wirklich bis zum geht nicht mehr sieht, konnte es dann auch nicht mehr retten. Auch viele, viele Frauen ziehen nah blank in dem Film. Das war so... Ja. Stellenweise das Einzige, was einen irgendwie noch so ein bisschen, jetzt will ich nicht sagen, bei der Stange gehalten hat, das könnte falsch rüberkommen, aber irgendwie noch ein bisschen das Interesse wach gehalten hat, was denn da noch kommen möge. Aber ich habe es auch in meiner Kurzkritik hier geschrieben auf unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe. Der Film ist einfach, hat einfach ein völlig unangebrachtes Frauenbild. Also die werden dann nur so als, ja, als Objekte dargestellt. Ja, also gerade am Anfang, an die Sexszene kannst du dich vielleicht noch erinnern, wo der die da... an welche? An die allererste. wo man gedacht hatte, boah, was wird denn das für ein Film? Wo die einfach nur so als Objekt da dient und also... Aber auch die ganze Zeit, auch die Frauen im Film sind nur schmückendes Beiwerk, die nur in dieser... In dieser Hollywood-Traumfabrik entweder irgendwo so als Hostessen, als Prostituierte, als Nutten irgendwo arbeiten. Da ist keine mal, die irgendwie ein bisschen Konter gibt oder irgendwas. Oder gar als Gespielinnen für irgendwelche reichen Typen. Na gut, das will ich jetzt mal nicht weiter anführen, was ich damit jetzt meine, genau. Aber völlig, also in der heutigen Zeit gerade, ich meine, wir hatten letztens hier Peppermint zum Beispiel in der Sneak, ja, ein richtig toughes. Ja, sowas ist eher so das, aber ey. Das ging ja gar nicht. Ja. Also ich verurteile den Film jetzt nicht allein wegen diesem Frauenbild, sondern einfach, weil er auch selber nichts zu sagen hatte, der ganze Film. Ich glaube schon, dass er was zu sagen hatte. Wir haben es vielleicht nur nicht verstanden. Ach Quatsch. Also ich habe es wahrscheinlich nicht verstanden. Deswegen. Aber also, gut, so ist es halt. Also.
Ich hatte es auch mit beschrieben, dass der Regisseur, der hat wohl ein paar David Lynch-Filme gesehen und hat sich dann gedacht, ach, das kann ich auch. So ungefähr kam mir das vor, weil das, was aber bei David Lynch dann passt, dass sich es dann immer weiter irgendwie zuspitzt oder so abgefahren wird, dass es dich auf so einen Trip mitnimmt und dann entweder so ein What-the-fuck-Moment kommt oder plötzlich so ein völlig, so die Auflösung sich plötzlich darbietet und du denkst, wow, warum habe ich das nicht gleich erkannt? Das fehlt halt hier einfach. Der geht ja einfach von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C, folgt irgendwelchen totalen wirren Ideen oder irgendwas und es geht einfach überhaupt nicht voran. Es ist völlig sinnlos die ganze Zeit. Und ja, also nicht mal, es dient ja noch nicht mal irgendwie als Kritik an diesem ganzen Hollywood, an dieser ganzen Hollywood-Maschinerie. Nicht mal dafür dient es. Ja. Also, gut zusammengefasst, ja. Ich habe jetzt so richtig Lust, den Film zu gucken. 2 Stunden und 20 Minuten und sowas in der Sneak. Also das geht schon allein deswegen nicht, weil du kannst nicht die Leute, die nicht wissen, was sie erwartet, dann plötzlich in so einen 2-Stunden-20-Film reinsetzen. Das finde ich aber gerade spannend, weil das gehört auch dazu. Du weißt ja nicht, was dich erwartet. Wenn er gut wäre, ja. Du lässt dich voll drauf ein, entweder kannst du oder gar nicht. Also deswegen, das finde ich schon okay. Ja, es gibt ja auch genug Leute, die ihn gut fanden. Also das wundert mich auch. Natürlich. Also da gibt es ein paar Leute, 2, 3, 4, sind 7 Leute, die ihm 8 Punkte gegeben haben und 3 Leute 7 Punkte. Und das ist eigentlich so eine Schwarz-Weiß-Geschichte, weil der Rest, der liegt hier so bei 0, 1 und 2 Punkten. Ja, da gibt's. Ach, zwei haben sogar 10 Punkte, sehe ich gerade. Ach du Heiliger. Also, ich sag ja wahrscheinlich, ich habe ihn einfach nicht verstanden. Ach du meine Güte. Ich gebe es aber auch offen zu, vielleicht, wie gesagt, mir fehlt halt auch die Auflösung. Vielleicht, wenn ich die Auflösung nicht verschlafen hätte, dann hätte ich vielleicht mehr davon. Aber ach so, na die Auflösung könnte ich ja jetzt mit einem kleinen Spoiler-Hinweis mal. Nee, lass, das ist so wichtig. Jetzt bin ich gerade extra rübergerutscht an den anderen. Nein, gut, okay. ja, ich meine, die Auflösung ist auch völlig belanglos. Also, und nach der Auflösung geht der Film ja nochmal eine Stunde. Ja, was macht der dann? Der ging noch so lange danach. Ja, der ging noch eine Stunde dann, nachdem der aufgelöst war, wo du sagst, okay, ja, war jetzt nicht so der Riesenhit, die Auflösung. Aber gut, dann können wir jetzt wenigstens langsam heimgehen. Aber dann ging der noch mal eine Stunde und hatte immer noch nichts zu sagen. Also der Film ist einfach furchtbar. Also das ist irgendwie sowas für, weiß nicht, so, ja, Festival könnte sein, weil da gehen die Leute mit anderen Erwartungen rein, dann wollen die so ein bisschen verschwurbelte Sachen vielleicht auch sehen und können sich da eher drauf einlassen, aber ich konnte es ehrlich gesagt an dem Montagabend konnte ich mir einen 2,5 Stunden Film nicht geben, also das es war nicht mein Ding, obwohl die Musik war gut, ja, im Film, also der Soundtrack selbst, da war R.E.M. drin und alles mögliche. Ach genau, und ich nehme dem Film sehr, sehr übel, dass er Nirvana hier demontiert hat auf eine ganz fiese Art und Weise. Mehr will ich da mal nicht verraten. Also das nehme ich dem Film echt übel, weil das ist Lügenpresse. Also das geht. Weil der diese Sendung entwickelt sich gerade in die falsche Richtung heute. Der untersetzt das doch noch so mit angeblichen Fakten. Solche Meinungen wie eben das Thema mit dem Nirvana und sowas, mit so angeblichen Fakten und spinnt sich dann so eine komische Verschwörungstheorie da drum und sowas und das kann ich dem Film auch, kann ich nicht ernst nehmen und nehme ich dem Film sehr übel. Auch gerade, dass er Nirvana hier als Beispiel nimmt für sowas. Also es geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also wenn man da irgendwie das anderes genommen hätte, wo man sagt, okay, das könnte sein. Aber ausgerechnet Nirvana, nein, das geht nicht. Da muss ich jetzt mit der Faust auf den Tisch hauen. So. Ich hoffe, das filtert auch vorne nicht raus hier. Nee, super. Also mein Fall war das nicht. Und also ihr beide habt offensichtlich dann größtenteils verschlafen. Das klingt auch nicht nach einer guten Wertung. Links neben mir gab es auch nicht gerade aufbauende Kommentare zu dem Film. Also das war auch eher so, was ist denn das für ein Scheiß? Und also, nee, das ist ganz, ich wüsste auch nicht, wem ich diesen Film empfehlen soll. Okay, Andrew Garfield hat hier eine ganz coole Rolle. Und dass er selber seine eigene Spider-Man-Vergangenheit da ein bisschen, ja, auf die Schippe nimmt, ist auch ganz nett.
Und da war ja noch der andere Typ dabei, der mal den Gegenspieler gespielt hatte, ne? In irgendeinem Spider-Man-Film. Ist das so? Ja, warte mal, lass mich mal kurz raussuchen hier. Ich glaube, ich weiß aber, wie du meinst. Topher Grace. Ja, Topher Grace, genau. Topher Grace hatte aber den der war Venom gespielt Spider-Man-Film. In Spider-Man 3. Ja, aber das war nicht... Das war nicht im selben Spider-Man, ja. Aber auch in dem Universe. Und, ach genau, da kommen wir doch mal zum nächsten heftigen Kritikpunkt, den ich hatte. Ich fand es einfach wirklich einfach unmöglich, wie er versucht hatte, irgendwelchen Fanservice zu liefern, in der Hoffnung, dass es irgendwie besonders cool ist, wenn man hier, ja, da mal was und dort mal was. Es war einfach viel zu viel. Ich bin ja nur wirklich ein Filmfan und ich habe da auch am Anfang viel entdeckt und habe mich total gefreut und da hing da mal ein cooles Poster im Hintergrund oder da lief mal ein cooler Film, den kaum jemand kennt, in dem Fernsehen oder lag mal irgendeine Zeitung rum oder auch für Nintendo-Fans oder sowas gibt es da viel. Aber es war halt einfach zu viel. Der Film wollte einfach an allen Küsten irgendwie fischen. Ja? Er wollte da die alle möglichen Nerds abholen. Er wollte die Film-Nerds abholen, die Musik-Nerds abholen, die Computerspiel-Nerds abholen. Und das war mir einfach zu viel. Das war immer so mit dem Holzhammer. Ich weiß nicht, wie dir das ging, gerade mit den Comic-Sachen oder so. Ja, trifft's. Das sagst du ganz gut, ja. An zu vielen Küsten fischen. Also Das hat ja irgendwie auch zum ganzen Film gepasst, zu dieses, man wusste nicht, wohin soll es gehen, wohin geht die Reise. Also er musste sich ja schon, wie er auch im Tipp beschrieben, er musste sich ja schon gewaltig durchschlagen auch. Und da hat er einiges schon durchgemacht. Aber der Film versucht es halt auch an verschiedenen Ecken, ganz viele Sachen anzusiedeln und anzumachen. Und boah, wie gesagt, schwierig. Ja, also subtil ist was anderes. Also das... Nee, ja. Ich wüsste nicht, wem ich diesen Film empfehlen sollte. Und jetzt gucke ich nochmal, was hatte ich gegeben? Ich hatte 3 Punkte gegeben. Bin ich bei dir. Weil er ist technisch, ist der okay gemacht. Er hat viele, viele Kritikpunkte. Viele. Und es gibt ja hier anscheinend auch welche, die ihn gut finden. Vielleicht kann ja irgendjemand mal einen Kommentar schreiben, der den Film gesehen hat, irgendwo auf einem Festival vielleicht und gesagt hat, boah, das war für mich eine Offenbarung. Und dann einfach mal schreiben, kurz, warum. Damit wir uns dann selber an die Stirn klopfen können, sagen, ach Gott, das haben wir nicht erkannt. Genau. Ansonsten kannst du ja mal den Film dann in dem Streamingdienst deines geringsten Misstrauens mal ausleihen und kannst ihn der Kate mal zeigen. Fesselst du mal irgendwo am Stuhl fest mit so einem Riemen um die Stirn, dass sie den Kopf nicht abwenden kann und dann muss sie den mal gucken und dann schauen wir mal, was sie sagt. Sie ist nicht begeistert. Das ist jetzt nicht so nett. Vielleicht gefällt er dir ja. Weiß es nicht. Es gibt ja, der Witz ist, der Trailer hatte mir gefallen. Ich wollte den so hätte den sogar sehr gerne auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und okay. Hatte den auch auf dem Schirm, dass der dann anläuft und so, aber dass er so mies bei euch abschneidet, hätte ich nicht gedacht. Ja, bin gespannt, ob da irgendjemand anderes noch einen Kommentar dazu da lässt, irgendwie zu dem Film, was daran jetzt so gut sein soll. Vielleicht hört ja jemand von denen, die hier in der Metropol-Sneak-Gruppe auch abstimmen. Ich könnte ja jetzt mal Namen nennen hier. Der Uwe zum Beispiel, der 8 Punkte gegeben hat. Nee, warte mal, einer von den 10ern. Der Florian, der Daniel. Genau, meldet euch mal. Ich nenne mal jetzt die Nachnamen nicht. Nehmt mal Stellung. Ja. Erklärt euch. Habt ihr euch vertippt? Ja, habt ihr euch vertippt? Wolltet ihr 1,0 statt 10 oder was? Na. Aber morgen gibt es ja die nächste Sneak. Vielleicht erwartet uns da etwas Besseres. Aber als erstes müssen wir erstmal wissen, was da ist denn da der Hinweis, Chris? Der Tipp für die Sneak Nummer 976 am 26.11., also am morgigen Montag, wir nehmen ja sonntags auf, muss ich dazu sagen, lautet klassisch ins Moderne. So, Kate, wie sieht's denn aus? Sind da schon Tipps eingegangen? Ja, einmal wurde getippt das Krumme Haus. Schon wieder. Und Unknown User Dark Web. Und dann hast du ganz viel getippt. Also ich muss ja zudem, das Krumme Haus hat ja der Martin getippt, schöne Grüße übrigens. Ja. Muss ja sagen, den habe ich ja jetzt die letzten Wochen immer getippt, weil ich dachte, hat jedes Mal auf den Tipp gepasst. Ey, wenn der jetzt kommt und jetzt hat der Martin getippt, ey, da bin ich aber echt sauer. Dann. ja, ne, pff,
ich habe diverse Namen mal fallen gelassen, weil das kann ja irgendwie so ziemlich auf alles zutreffen, klassisch ins Moderne. Es könnte ein Remake sein von einem Klassiker oder es kann irgendwie sein, dass eine alte Geschichte modern verfilmt wird. Deswegen habe ich mir mal ein paar Namen reingeworfen, wie The Grinch, da gibt es eine Neuverfilmung. Dann Mary Poppins Rückkehr gibt es, Tapaluga der Film, da gibt es ja ein Theaterstück, also vom Klassischen ins Moderne sozusagen, ein Film. Aber ist ja eher ein Kinderfilm, der wird nicht kommen. Mary Shelley könnte auch sein, also die Frau, die Frankenstein geschrieben hat, könnte auch sein, ne? Ja. Oder eben sogar vielleicht Spider-Man, in New Universe. Vielleicht vom Klassischen ins Moderne, wer weiß, wenn das modern ist. Hm. Aber das ist irgendwie so mit Schrotflinte geschossen. Einer von denen wird schon treffen. Gott, wirst du frustriert sein, wenn es keiner davon ist. Ja, wenn es wenigstens nicht das Krumme Haus ist, dann ist alles gut hier. Naja, schauen wir doch mal, was wir noch so gesehen haben. Ihr beiden wart ja nochmal im Kino, gestern, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Und habt was geschaut? Bohemian Rhapsody. Da. Da, da, da. Ja, is this Mama the real me. Life? Oh, is it just this fantasy? Just fantasy? Fällt mir da immer Wayne's World ein. Ich kann es irgendwie nicht. Ja, Mike Myers hat eine Rolle in diesem Film. Oh, cool. Das ist absolut geil. Ich habe das im Vorspann, tauchte Mike Myers auf und ich so, ach, wie geil ist das denn? Und ja, was will man sagen? Ein Film, es geht schlicht und ergreifend, also für die, wo die Band Queen nicht kennen, es soll ja tatsächlich Menschen geben, denen das so geht. Es geht schlicht um die Geschichte von Leadsänger Freddie Mercury und halt um die Entstehung von Queen, um ja, das Leben von Freddie Mercury. Und ist das nicht der mit den Klingen an der Hand? Ach nee, warte mal. Nein, das ist Wolverine. Ach so. Du verwechselst da was. Und es ist eine ja, wie nennt man es? Audiobiografie? Nee, Biopic? Biopic, danke, Biopic. Und es ist richtig genial. Also es erzählt einfach die Geschichte vom, wie Queen zustande kam, wie sie entstanden sind, bis hin zu dem wirklich legendären Auftritt bei Live Aid 1985. Ich war damals 5 Jahre alt, daran habe ich nicht wirklich eine Erinnerung, aber ich weiß noch, dass es mit Freddie Mercury ist gestorben und sowas, das ging dann 91 war das, so ist es rum. Da habe ich tatsächlich Erinnerungen dran. Freddie Mercury wird gespielt von Rami Malek. Und jetzt, Erik, woher kennen wir Rami Malek? Ja, Mr. Robot natürlich. Genau, Hackerman. Und genau, von Mr. Robot. Und hat aber auch letzter Zeit so schlecht auf irgendwelche Sachen. Nachts im Museum? Nee, in dem Steven Spielberg-Film hier Saving Private Ryan hat er auch eine kleine Nebenrolle, habe ich ihn letztens erkannt, da das lief irgendwo. Okay. Dachte ich, oh, das ist doch Rami Malek. Ich habe gerade gesehen, er hat auch tatsächlich mal bei Gilmore Girls mitgespielt. Das ja, kann so sein. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt, glaube ich, für die schauspielerische Leistung von Rami Malek genau ein einziges Wort. Das ist sensationell. Absolut. Also unfassbar, wie er das lebt, wie er die Bewegungen von Freddie Mercury nachahmt, wie das die ganzen Abläufe des Dings, das ist sensationell. Wirklich absolut sehbar. Jetzt dreht hier gerade kurz der Hund nebenher durch, weil ich über Freddie Mercury erzähle. Moment, kommst du mal daher? Er will auch was sagen. Mama Mia, let me go. Ja, ja. Mama Mia, genau. Einfach großartig. Also wie gesagt, man ist auf einem Trip mit der Band. Und die Zeit vergeht unglaublich wie im Flug. Die Musik ist einfach, ja, einfach nur geil. Die Schauspieler, wo gecastet wurden, du siehst, man muss gar nicht viel über die Story sagen, weil es ist die Bandgeschichte von Queen. Punkt. Ja. Entweder man interessiert sich dafür oder halt nicht. Und ich kann es jedem nur empfehlen, weil es ist wirklich echt richtig, richtig gut. Und wie gesagt, gecastet ist es sensationell. Also es kommen dann noch, am Ende kommen nochmal Live-Aufnahmen auch und da sieht man,
auch nochmal, wie die damals aussahen, und dann vergleichst du das, wie sie gecastet haben, hey, leckst mich fett. Also richtig getroffen, richtig, richtig gut. Und dann halt, was ich sehr, sehr gefeiert habe, ist halt Mike Myers, den wir ja von diversen Sachen kennen. Ich sag nur Wayne's World, wo er das auch nochmal mit Bohemian Rhapsody, mit dem Song dann auch groß gelebt wird im Auto. Die Szene ist auch legendär und niemand kann Bohemian Rhapsody hören und kann ich muss dann mit dem Kopf mitmachen oder sowas. Also es geht einfach nicht. Der spielt halt in diesem Fall, wie heißt er? Also, ich habe schon den Namen vergessen. Er spielt Ray Foster und Ray Foster ist von EMI der Oberboss und lehnt ja Bohemian Rhapsody den Song ab und sagt, oh, das wird nie ein Erfolg und so ein Scheiß und ja, und 6 Minuten ist ja viel zu lang. Und dann kommt halt die Antwort von Freddie Mercury, der sagt, oh, wenn 6 Minuten viel zu lang sind, tut deine Frau mir echt leid. Und lauter so Sachen. Also, es ist richtig geil. Und ich finde es cool, dass sie Mike Myers da drin auch geparkt haben in dem Film. Ich glaube, das war für den oder ist für den auch eine Mordsehre. Und insgesamt, also es ist eine richtig runde Sache. Es ist toll erzählt, es ist richtig, richtig geil. Und dann halt am Ende, so viel, weil ich habe es ja schon gesagt, es zielt auf das Band-Aid-Konzert hin. Und das ist halt quasi nochmal in ganzer Länge nochmal dabei, das Band-Aid-Konzert. Und du bist halt wirklich drin in dem Konzert und ey. In ganzer Länge? Ja, das ist ja so 20 Minuten. Ja, jeder Künstler hatte 20 Minuten so, Zeit. Hm. Genau. Ja. Und das ist dann das Echte oder auch nachgestellt? Nee, nachgespielt. Ah, okay. Nein, komplett auch nachgestellt, aber halt echt. Ja. Die echte Musik, aber halt so nachgestellt, wie es damals war. Aha, okay, cool. Da kommt man wenig nicht ganz so raus, sag ich mal, wenn das im selben. Ey, es sind einfach so Sachen, wenn du dann mitbekommst, quasi auch, wie die Songs entstanden sind. Also klar, Bohemian Rhapsody als auch Titel vom Film dann auch, wie der Song entstanden ist, was man da reinmachen wollte. Oder dann auch andere Sachen wie Another One Bites the Dust, wer kennt es nicht? Der Bassist hockt halt dran. Der Bassist hockt halt dran und fängt einfach dann, während die sich streiten, an das Riff mal zu spielen und dann so, oh, wow, das ist echt geil. Oder dann auch We Will Rock You. Wieso kam es zu We Will Rock You? Weil Queen halt gesagt hat, hey, wir möchten dem Publikum das Gefühl geben, dass sie im Song mit dabei sind, dass sie mit dazugehören. Und so kam es zu We Will Rock You. Und ja, bum bum clap und sofort ist jeder dabei. Also es ist so richtig cool und halt wirklich die ganzen Hits von Queen einfach auch nochmal ausgegraben, reingehauen in den Film mit Geschichten dazu, sagenhaft. Also ich habe nicht arg viel auszusetzen, es war wirklich es war wirklich ein Erlebnis. Es ist ein richtiger Film, den man ohne Probleme nicht nur einmal schauen kann. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, einfach weil er richtig geil ist. Ich glaube, so Konzertszenen gehen auch immer ganz gut auf der großen Leinwand. Deswegen gibt es jetzt manchmal auch, dass sie so richtige Live-Konzerte dann auch im Kino übertragen und so. Ne? Ja, klar. Ah, übrigens, Kate, du hast ja gestern noch gefragt, die Lucy Boynton, die hat mitgespielt, unter anderem auch im Mord im Orient Express. Da hast du, glaube ich, letztens gesehen. Ja, wahrscheinlich habe ich sie von da erkannt. Aber noch viel witziger finde ich ja eigentlich, dass der Schauspieler, der den Bassisten spielt, der kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Wirklich die ganze Zeit. Ich kann ihn nicht einsortieren. Und dann waren wir zu Hause, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mal gucken. Dann habe ich geguckt, auch woher ich die Lucy und so kannte. Und dann wurde es klar. Der Junge, oder der Mann, der den Bassisten spielt, ist der Junge aus Jurassic Park. Der kleine Stöpsel. Voll geil. Okay. Ja. Das, ja. Oder auch Brian May fand ich gigantisch gut gecastet. Also von A bis Z, echt, der Film ist so unglaublich stimmig und das ist wirklich eine absolut würdevolle Hommage an Queen. Und dann Freddie Mercury. Ja. Ja. Ich habe auch überhaupt nichts auszusetzen. Mich hat der Film total mitgenommen. Vor allem, das habe ich auch hinterher dann gesagt, bei ihm wird ja noch dann noch erzählt, also nicht nur die Bandgeschichte wird er erzählt, sondern auch sein Leben und auch seinen Kampf mit seiner Sexualität
und der Weg dahin. Und dann kriegt er diese niederschmetternde Diagnose, dass die auch alles nochmal verändert. Und das ist ja nochmal das Tragischste eigentlich an der ganzen Sache, ne? Es gibt viele Künstler, die irgendwann gequälte Seelen sind, ja, die das dann irgendwie nur noch in einem Ausweg Möglichkeit sehen. Bei Freddie Mercury war es halt anders. Freddie Mercury hatte sich gefunden, er wusste, wer er war, er wusste, wo er hingehört, hatte Liebe gefunden, hatte seine Familie zurück und stirbt dann an einer Krankheit. Das ist bei ihm, also das kam im Film halt auch nochmal drastisch zum Vorschein, seine Entwicklung von diesem Jungen, der mal am Flughafen gearbeitet hat, zu dieser Ikone, zu diesem abgefahrenen Freak, der eine Stilikone war, der eine Stimme hatte zum da Niederknien, der Songs mit seiner Band geschrieben hat, die immer ins Ohr gehen und die jeder fast mitsingen kann und wo man auch nicht mehr ruhig sitzen kann. Also ich war total geflasht von dem Film. Es hat mich richtig mitgenommen. Wirklich. Ich habe nichts, gar nichts auszusetzen. Nada. Das klingt ja einfach super. Nur der Wahnsinn. Rami Malek, Chapeau, der absolute Irre. Total krass. Das klingt ja. Kann ich nichts anderes mehr sagen. Der Wahnsinn. Klingt ja super hier. Ja, also was ich zu dem Film gehört habe, der, also man hat die echten Queen-Team-Mitglieder mal gefragt, die haben ja größtenteils mitgearbeitet an dem Film, ob das denn so alles so nah dran ist an dem. Und die haben gemeint, ja, nicht ganz so, also ungefähr so die Hälfte oder so. Der Rest ist wohl aus dramaturgischen Gründen ziemlich verändert worden. Also es ist jetzt nicht haargenau die Biografie, aber ist halt vielleicht auch besser für den Film, um das zu erzählen. Und ich sag mal, wenn die grundsätzlichen Themen behandelt werden, ich kenne ja jetzt noch nicht, die halt auch ihm wichtig waren, dann passt das schon so. Ja. Klingt interessant auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mir den anschauen werde, weil ich habe ein kleines persönliches Thema mit der Queen-Musik und deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich mir das anschaue, aber vielleicht gucke ich da irgendwie mal rein mit Rami Malek oder so, das interessiert mich halt schon. Ja. Eure Punkte? 10. Boah. 10. Also denkst du, der geht auch ins, Oscar-Rennen? Ich tippe ja. Durchaus möglich. Ja, auf jeden Fall. Also für einen Ehren-Oscar oder für bester Hauptdarsteller, das ist ja Ehren-Oscar glaube ich nicht. Also, Ehren-Oscar fände ich schön so. Und heute gibt es auch noch Ehren. Nein, ich denke auf jeden Fall für die Filmmusik. Also, ja, gut, glaub, ja und für die beste Hauptdarsteller. Aber die Musik ist doch die originalen Lieder oder so. Das sind ja jetzt keine neuen Lieder. Ja, deswegen Original Score. Okay. Wie viele Punkte hattest du gegeben, Chris? Ich hab's gerade nicht gehört. 9 von 10. Oh, echt gut. Geht immer besser. Ja, vielleicht gucke ich mir doch mal an. Mal schauen. Wir haben 2 Rezensionsdiscs zugeschickt bekommen. Ich konnte die euch noch nicht übergeben. Aber eine davon habe ich jetzt selber schon mal geschaut. Also die zweite, die ich noch nicht geschaut habe, ist meine teuflisch gute Freundin. Diese Jugendkomödie, nenne ich es mal. Und die andere, die ich jetzt geschaut habe, ist What the Waters Left Behind. Also was das Wasser zurückgelassen hat. Ein Horrorfilm mit einem fetten FSK 18 Banner da drauf auf der Titelseite. Und ich lese mal den Klappentext vor. Die argentinische Gemeinde, kann ich nicht aussprechen, ist eine Geisterstadt. Einstmals zählte der Ort zu den beliebtesten Ferienzielen des Landes, doch im November 1985 wurde dieser Ort von einer 10 Meter hohen Springflut überschwemmt. Als das Salzwasser nach über 30 Jahren zurückging, hinterließ es eine verwüstete Ruinenlandschaft. Jetzt ist eine Gruppe junger Dokumentarfilmer nach eben dieser Stadt gekommen, um einen Film über die Stadt zu drehen. Die Gerüchte, dass dort immer wieder Besucher verschwunden sind, werden ignoriert. Als das Auto der Filmcrew eine Panne hat, wird die Exkursion zum grausamen Horrortrip. Jetzt lese ich gerade hier zum ersten Mal, dass das Salzwasser nach 30 Jahren zurückgegangen ist. Ich dachte, das wäre irgendwie viel näher beieinander, die Flut und dass die da hingehen. Aber auch gut, ja. Also wir sehen dann auch, das basiert wohl, also zumindest das Ereignis basiert auf wahren Begebenheiten. Das heißt, es gab wohl wirklich diese tsunami-artige Flut.
die vom Meer gekommen ist und hat diesen riesigen Ort, wo viele Leute gelebt haben, total überschwemmt. Und da gab es wohl ganz berühmte Thermalquellen, weshalb das ein, ja, quasi der Ort in Argentinien war, wo man Urlaub macht. Und dieser wurde halt mit Salzwasser komplett überflutet. Und das Salzwasser, das ist jetzt nicht gerade freundlich zu Gebäuden und Vegetation und sowas. Und dann sieht man auch am Anfang tatsächliche Bilder von der Landschaft und von den Häusern, wie das halt aussieht. Sieht halt aus wie bei Fallout. Also der Chris wird mal wissen, was ich meine. Also alles völlig, völlig kaputt und überall versifft und sumpfig. Und ja, in dieses Gebiet begibt sich halt diese Gruppe von Dokumentarfilmern und die wollen darüber eine Doku drehen. Und dann geht es in die Richtung, wir haben das mal von Dings hier, von Texas Kettensägen-Massaker geklaut, die Story, also wirklich eins zu eins, sprich, die nehmen eine Anhalterin mit ihrem VW-Bus, ups, Überraschung, genau dasselbe wie im, sieht genauso aus auch wie bei Texas Kettensägen-Massaker, nehmen die mit und dann, ja, wie bei Texas, damit ist eigentlich der ganze Film erklärt, weil da gibt es dann so eine verrückte Familie, der laufen sie über den Weg und die sind alle ein bisschen plemplem und dann geht's halt los, ne? Also, ja. Eins zu eins, wirklich kaum was Eigenes. Es sind ein paar wirklich eklige Folterszenen drin, die so hostelartig so ausgewalzt werden, wo wirklich ewig lang an irgendeinem Bein rumgesägt wird, bis das ab ist und die Frau schreit und wird weiter gesägt und Zentimeter für Zentimeter und das sieht man halt die ganze Zeit und dann wird halt Menschenfleisch gegessen und alles mögliche. Also ein ziemlich abgefahrener, ekliger Film, der an sich kaum was Neues bietet, weil, kennen wir alles schon, wer natürlich jetzt die Vorlagen nicht kennt, zu diesen Film, wer jetzt Texas Kettensägen Massaker noch nicht gesehen hat oder hier sowieso mal, ist ja ein argentinischer Film, also jetzt sind jetzt keine bekannten Darsteller, dass man sagt, oh, den kenne ich irgendwoher, sondern wirklich alles irgendwelche anderen, die ich jetzt noch nie gesehen habe, der kann da mal einen Blick reinwerfen. Wir haben ja die Blu-ray quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch gucken wollt. Dann würde ich den euch mal, ansonsten können wir eine Verlosung starten. Also von mir bekommt er eher so eine durchschnittliche durchschnittliche Wertung mit 5 von 10. Weil hat mich jetzt nicht so, waren halt so viele Szenen, wo ich dachte, okay, ja, kenne ich. War halt alles so wie so eine Checkliste, ne? Ah, das sieht aus wie Texas Kettensägen-Massaker. Ah, okay, die Szene auch, check. Ah, jetzt kommt das, check. Ja, also kennst du das eine, kennst du das andere? Aber wer es nicht kennt, okay, ist wirklich ein beinhartes, ekliges Ding hier. ja, und natürlich dann solche Hinterwäldler, die dann irgendwie so wirklich ganz abgefahren drauf sind, das finde ich auch immer sehr, sehr befremdlich dann, wenn das so dargestellt wird. Ich habe dann echt immer Angst, wenn ich dann irgendwo mal in der Welt unterwegs bin, dass ich dann noch auf solche Leute treffe oder so. Super. Ja. Also, What the Waters Left Behind von mir, 5 von 10 Punkten. Nicht die Riesenoffenbarung. Ihr könnt es trotzdem gewinnen. Aber wie mache ich das eigentlich? Ich muss ja irgendwie prüfen, ob ihr 18 seid. Also, machen wir das einfach so? Ja, aber der Podcast ist doch erst ab 18. Das stimmt. Na, macht mal mit und dann werde mal so einen Beitrag machen, wie bei den letzten Gewinnspielen. Und macht bitte nur mit, wenn ihr über 18 seid, weil ich werde das dann bei dem oder bei der Gewinnerin dann irgendwie abfragen. Die muss dann halt mal irgendwas, einen Ausweis fotografieren oder sowas, dann, ja, dass ich dann irgendwie das Geburtsdatum sehe. Ja, dass ich dann nicht in irgendwelche Fettnäpfchen reintrete. So, ihr habt noch was geguckt? Sehe ich hier? Die restlichen 95 Minuten von Justice League oder so? Ja, ich habe es ja angekündigt. Also. Hey, jetzt ist eine Offenbarung. Was, oder? Jetzt hat sich dir das ganze Bild eröffnet. Jetzt hat sich das ganze Bild erschlossen, ja. Die anderen restlichen Minuten, also ausgenommen von diesen 5 Minuten Zwischensequenz, die ich also das zweite Mal gesehen habe und zum zweiten Mal wirklich verflucht habe. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Justice League, ja, ich kann jetzt wirklich was dazu sagen. Es geht darum, Batman und Co. retten die Welt. Yay. Sad Batman. Reicht das? Sad Batman, ja. Ben Sad Affleck. Batman. Ben Affleck rettet die Welt, sagst du, wie das ist. Rettet die Welt. Zusammen mit Aquaman, zusammen mit Wonder Woman, mit
The Flash und mit Cyborg natürlich und Alfred im Hintergrund und Commissioner Gordon und alle kämpfen sie gegen den Steppenwolf, der ja wohl komplett animiert war. Wir sind inzwischen, also keine Ahnung. Für mich ist es ein ganz wilder Mix von, wie kriegen wir das hin, dass es auch so cool wirkt wie bei Marvel, und hat leider auch den ganzen Film über nicht funktioniert. Also es ist, ich finde Ben Affleck als Batman ziemlich schwach einfach. Es ist, dass er, mir hat eigentlich in dem Film nur gefehlt, dass er sich ein Schild umhängt mit "Ja, ich bin Batman", und alle Welt wusste, wie er hausieren geht damit, wer er ist, fand ich extrem anstrengend. Nur natürlich Commissioner Gordon wusste es nicht. Hat er dann immer gesagt, wenn er irgendeine Frau kennengelernt hat, ach übrigens, ich bin Batman, wissen Sie? Nein, es ist so. Er trifft auf Barry Allen, also den Flash, also Ezra, ich habe nur einen Gesichtsausdruck, Miller. Und auch da gleich dann offenbart er sich, ich bin übrigens Batman. Dann trifft er auf Aquaman, ach übrigens, ich bin Batman. Und du denkst dir nur so, what the fuck, ja, ey, ohne Scheiß, erzähl's so doch Poser, allen. Ey. Ja, ohne Witz so, ey, erzähl's doch bitte einfach nur allen. Und er erzählt es überall rum und trägt dann die Maske, und Gal Gadot als Wonder Woman, als Diana Prince, die wird nicht erkannt und die rennt ohne Maske rum. Und alle so, oh, die sehen ganz anders aus. Also, oh, das find ich unglaublich anstrengend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, alleine Cyborg hätte den Film fast alleine stemmen können. Da hätte man die anderen gar nicht gebraucht. Wen ich überhaupt nicht gebraucht habe, ist Barry Allen, also The Flash. Klar, von seinen Fähigkeiten schon, aber nicht in dieser Art und Weise. Der ging mir ja sowas von auf den Keks. Ich habe es jetzt extra jugendfrei gesagt, weil der ja nur boah, man kann das machen, ja, aber Charakterentwicklung eigentlich gleich null in meinen Augen. Coolste Szene war leider schon im Trailer zu sehen oder als Leak mal zu sehen. Das ist da, wo sich Superman erwecken wieder und oder wo Superman ja wieder rumschwebt und sie den versuchen unter Kontrolle zu halten. Das ist für mich auch schon die beste Szene vom ganzen Film. Und es ist jetzt nicht so schlecht wie diese 5 Minuten. Vorgegaukelt haben. Ich glaube, das waren wirklich die miesesten 5 Minuten des ganzen Films. Aber es ist für mich auch kein monströs guter Film. Wer dem Film auf jeden Fall gut getan hat, ist Gal Gadot, die reihenweise ihre männlichen Kollegen einfach an die Wand spielt. Und dann wird es aber echt schon, ja, dünn. Trotz extrem guter Besetzung, finde ich, wird es schon relativ dünn. Und ja. Wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich dich in ein paar Wochen nochmal fragen, was du von dem Film noch behalten hast und wie du ihn jetzt findest, weil ich habe den vor einigen Wochen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, ich weiß nicht, das war alles so Banane, die ganze Geschichte. Ich weiß nur noch, der Bösewicht war irgendwie total scheiße und Ben Affleck war scheiße und der Flash war scheiße. Was anderes habe ich nicht behalten von dem Film. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging und welche Orte oder irgendwas. Mal sehen, wie es dir dann geht. Ja, also ich habe ja letzte Woche gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich mir dann Aquaman anschaue. Ich schaue den nicht an. Ich glaube aktuell, also ich werde ihn ziemlich sicher nicht im Kino anschauen. Ich werde warten, bis er irgendwann mal dann auf einem Streamingdienst meines geringsten Misstrauens läuft, weil lockt mich gerade überhaupt nicht ins Kino. Ist echt traurig eigentlich. Nur DC hat ja, setzt meiner Meinung nach die Filme einfach nicht gut um derzeit. Ja, jetzt, jetzt kommt die Kate, jetzt zu demselben Film. Der war scheiße. Völlig konträre Meinung, nein? Doch nicht. Nein, der war einfach nur schlecht. Also das Beste daran sind tatsächlich Gal Gadot als Wonder Woman, wobei ich immer noch der Meinung bin, die könnte mal einen längeren Rock anziehen. Nee, ach. Veto. Ja, vor allem, wenn sie dann vor den Kindern steht und irgendwie Autogrammkarten gibt und irgendwas so schreibt. Ja, ich habe die Welt gerettet. Aber ja, zieht euch so einen kurzen Rock an wie ich. Ist immer gut. Aber ich find den Aquaman eigentlich ganz nett. Der ist ganz nett. Der ist auch so, ja, ich helfe euch halt. Aber nur, weil die Welt halt nicht untergehen soll. Alles andere ist mir egal. Der hat einfach eine coole Attitude.
Den fand ich ganz witzig. Aber Aquaman übersetzen sie wieder nicht im Deutschen. Das ist ein Wassermann. Ja, ja, super. Wonder Woman auch nicht. Mein Aquaman aus Atlanta. Fand ich schon lustig. Naja. Aber ja. Ich fand ihn also nicht gut. Ich bin mal gespannt, ob ihr euch dann in ein paar Wochen oder Monaten, ich werde euch dann irgendwann mal fragen, ah, Thema Justice League. Und was habt ihr noch behalten von dem Film? Da wird es euch wahrscheinlich genauso gehen, obwohl ihr seid mehr in dem Comic-Thema und so drin. Aber ey, ja. Der Film, der war sowas von Banane. Ich habe da irgendwie nichts behalten. Ne? Also ich habe da irgendwie so ein Talent entwickelt, dass Filme, die mir nicht gefallen, kann ich ganz schnell verdrängen. Und die machen dann wieder Filme Platz, die mir sehr gut gefallen. Und da merke ich mir dann irgendwie alles. Das nervt immer meine Frau, wenn wir da irgendwie einen Film gucken oder sowas. Und ich sag dann schon den Satz, der gleich kommt, sage ich schon vorher, weil der irgendwie cool war. Ja, nur im Fernsehen was gucken. Mm. Naja. Ja. Also Justice League jetzt, finale Wertung. Jetzt 100% gesehen. 3 Punkte. Oh. 4,5 wegen Gal Gadot. Okay. Naja, ich weiß nicht, beim letzten Mal haben wir die ganze Trailer-Rubrik irgendwie ein bisschen, ja, oder ich besser gesagt vergessen, da in meinem Delirium letzte Woche. Jetzt kann ich mich an den ersten schon gar nicht mehr erinnern. Ach doch, das war dieser Animationsfilm, ne? Willkommen im Wunderpark ist ein Animationsfilm von den Machern von, warte mal, war das nicht hier von... Dings hier, ich einfach unverbesserlich oder so? Nee, Paramount ist im Original gesprochen von Matthew Broderick und Jennifer Garner, die hatten wir ja letztens bei diesem Rachefilm. Und ja, der sieht eigentlich ganz nett aus, oder? Was meint ihr zu dem Willkommen im Wunderpark? Es war sehr kindlich gemacht. Nickelodeon übrigens, Nickelodeon-Films, aber ist okay. Ist sehr, sehr kindlich gemacht, aber sieht irgendwie nett aus und die Gesichter sehen manchmal ein bisschen aus wie aus dem einen Pixar-Film, wo hier in dem Kopf diese verschiedenen Gefühle gelebt haben. Ja, du meinst, alles steht Kopf. Ja, alles steht Kopf. Wirkt quietschebunt, wirkt wie eine schöne Kindergeschichte. Ja, genau. Und ja. Ja, mal abwarten, was im Endeffekt rauskommt. Also was denn wieder die Message ist mit, oh, ihr müsst zusammenhalten und oh, lasst den Kindern die Fantasie und so was kommt wahrscheinlich raus. Also. Ja, ich bin ja deswegen mal gespannt, was es dann für eine eigentliche Story hat, weil in solchen Kinderfilmen, die ich ja nun zu Genüge schauen durfte, gibt es nur so 2-3 Arten von Storys. Man denkt wahrscheinlich, man kann Kindern nichts anderes zumuten. Es gibt immer irgendwas, dass da eine gewisse Gruppe ist und da geht einer verloren, den müssen die anderen finden. So, das ist meistens so das Übliche. Also, das kannst du zum Beispiel auf Toy Story anwenden, das kannst du auf diverse andere Animationsfilme. Dann gibt es irgendwas, das. Ja, aber das war eigentlich fast jedem Film so, dass irgendjemand immer auf der Flucht ist und jemand wird gejagt oder so. Also. Ja, aber meistens geht im Kinderfilm einer verloren, da wird mit diesen Verlustängsten so ein bisschen gespielt. Und dann gibt es sowas, dass irgendeine Bedrohung von außen, dass irgendjemand irgendwas weggenommen wird. Das sind eben diese Pixar-Filme, die machen immer wieder ein bisschen was anderes. Also, dieses. Wie ist das? Über Kopf? Nee. Alles steht Kopf, ja. Das ist immer das Schöne, dass sie immer mal ein bisschen diese üblichen Wege verlassen, aber gerade diese einfacheren Sachen, Sammys Abenteuer zum Beispiel, geht auch jemand verloren. Diese ganzen Kinderfilme, Animationsfilme. Ja, na, mal gucken, wie der ist. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich glaube, da werden wir doch mal reingehen. Wann läuft denn der an? Ach, der läuft erst im April an. Ach so. Ja, ja. Ich dachte, der kommt noch schön vor Weihnachten oder so. Hm. Also ich verlinke mal den Trailer mit. Liebe Hörer, könnt ihr euch den mal anschauen. Und weil ich jetzt hier gerade, während ich den Trailer aufgerufen hatte, stand bei mir daneben ein Trailer für Ralf Reichts Teil 2. Ah, großartig. Der heißt ja im Deutschen gar nicht Ralf Reichts Teil 2. Also im Original heißt er ja Wreck-It Ralph 2. Der heißt im Deutschen nur Chaos im Netz. Wahrscheinlich, weil Ralf Reichts nicht so gut lief im Kino. Hat man sich gedacht, ach, machen wir, zeigen wir mal irgendwie, vielleicht denken manche, das ist jetzt was ganz anderes. Hm. Heißt in Deutschland nur Chaos im Netz. Hm. Ah, den Trailer habe ich schon ziemlich gefeiert. Ja, der ist gut. Also da freue ich mich auch recht drauf, weil ich glaube, der verrät zum einen typisch Pixar nicht alles und zum anderen, das könnte ein ganz heißer wilder Ritt werden. Also da freue ich mich drauf. Ja, mal gucken. Den ersten Teil hat man ja in der Sneak, wenn ich mich da recht erinnere. Ja. Mal gucken, wie es mit dem zweiten ist.
Nee, der zweite heißt Ralph Breaks the Internet im Original. Mhm. Startet am 24. Januar, ne? Mal gucken, vielleicht. Kriegen wir den ja in der Sneak, vielleicht. Vielleicht, dann, vielleicht auch nicht. Dann gibt es eine Sneak Peek zu Spider-Man in New Universe. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so was Besonderes ist. Also letzte Woche war das brandneu, dass das irgendwie rauskam. Ich werde es mal mit verlinken. Ist das jetzt was, was euch überzeugt als Comic-Fans? Nein. Nee, auch nicht. Bei mir gefällt es nämlich eigentlich. Bin ich noch unentschlossen. Also es sieht schon ganz, ganz quietschig aus und alles. Und ja, wird mich aber auch wahrscheinlich nicht ins Kino locken. Hm. Ich weiß nicht, mir gefällt das eigentlich. Ich mag so diesen bisschen Ghetto-Style da mit dem, wie das gezeichnet ist und so. Das sieht so ein bisschen aus wie, weiß nicht, ja, hat halt irgendwie so eine ganz andere Art. Das gefällt mir irgendwie, wie es gemacht ist. Hm. Ah, mal schauen. Muss vielleicht auch nicht im Kino sehen, den Film. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie keine cinematografischen Sequenzen drin, die man jetzt unbedingt im Kino sehen sollte. Kann man vielleicht doch später mal nachholen. Exakt. Sag ja, lockt mich nicht ins Kino. Dann habe ich diese Woche noch einen reingeworfen. Once Upon a Deadpool. Das ist quasi die jugendfreie Version von Deadpool, wo sie neue Szenen gedreht haben, nämlich mit Fred Savage aus Wunderbare Jahre. Und das ist, glaube ich, Deadpool 2 in einer jugendfreien Version, ne? Ja, ein bisschen umgemodelt und Dings. Also die. Ich habe beim Trailer schon sehr gelacht. Der Trailer sieht echt lustig aus. Ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal ins Kino gehen sollte. Wir waren ja schon in dem ersten hier im Kino drin. Aber das sieht schon sehr lustig aus. Ja, definitiv. Deswegen, also auch wie er da mit seinem Pulli dranhockt und mit den alten Menschen redet und das. Ja, auf der Bank so, ja, sie waren ja, sehr gut im Geschichte, Film oben. Ja, ja. Aber übrigens, so ein bisschen Geschichte erzählen und so, finde ich schon gut. Also, bin gespannt. Ist halt die Frage, wenn wir den Rest schon kennen, ne? Wie ja, das dann noch wobei, ist. Also, da ist halt bei mir auch das Interesse dann dran, wo ich sage, okay, was haben sie wirklich rausgeschnitten, dass er jugendfrei ist? Ja, ne, werden halt dann so ein paar Superheldenkämpfe sein. Ich hoffe ja nur, dass diese jugendfreie Variante jetzt nicht aus Versehen erfolgreicher ist als das andere, dass sie jetzt auf die Idee kommen, na, vielleicht machen wir doch nicht mehr so viel R-rated. Ja. Na, das glaube ich nicht. Ja. Na gut, dann gucken wir mal, was so im Kino überhaupt anläuft diese Woche und was so in den Charts ist hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Gucken wir erstmal in die Charts rein. Ich glaube, da haben wir schon Platz 10, der Vorname, Platz 9, Aufbruch zum Mond, Platz 8, 25 km/h, den haben wir gesehen und besprochen hier in der Sendung. Platz 7, Verschwörung, haben wir auch gesehen und besprochen. Platz 6, nur ein kleiner Gefallen. Platz 5, Night School. Platz 4, Johnny English, man lebt nur dreimal. Platz 3, die Nussknacker und die vier Reiche. Platz 2, auch gerade besprochen, Bohemian Rhapsody. Und Platz 1, haben wir auch schon besprochen, fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Ja. Sieht aber, wie aktuell diese Sendung hier eigentlich ist. Genau, super, ne? Habe ich jetzt zu diesem fantastischen Tierwesen, habe ich auch bei Kino Plus gesehen. Da haben sie ein paar Ausschnitte gezeigt, boah, das sieht schon sehr nach Effektfeuerwerk aus. Und da haben sie erwähnt, dass das wohl wirklich hauptsächlich für Fans der Serie ist, weil da werden viele Sachen überhaupt nicht mehr erklärt. Also da war irgendwie jemand dabei, der das so noch nicht so kannte und der ist dann irgendwie gar nicht mehr mitgekommen. So wird es dir gegangen sein, Chris, oder? Ja. Ja. Ja, aber die Fans, die haben das total abgefeiert. Ah, ist schön, wenn es sowas gibt. Ich meine, Platz 1, hey, müssen sie irgendwas richtig gemacht haben, ne? Jo, mal gucken, was diese Woche anläuft im Stuttgarter Kino. Der Grinch läuft an, den hat man ja getippt auch für die Sneak, vielleicht wird das ja was, mal gucken. Also diese Neuverfilmung als Zeichentrick. Mit Otto. Mit Otto, ja, der spricht. Ja. The House that Jack Built, der neue Film von Lars von Trier mit Matt Dillon in der Hauptrolle eines Serienmörders, der seine Frauenmorde als Kunstwerke betrachtet. Und der Film lief ja auf einigen Festivals und auf einigen, ja, doch Fantasy-Filmfest und sowas. Und da hat ganz heftige Kritik einstecken müssen, weil das wohl ganz ekelhaft sein soll auch, wie das dargestellt ist. Und ich weiß nicht, ob ich mir den angucken würde jetzt im Kino, vielleicht mal sehen. Soll wohl sehr, sehr kontrovers sein.
Dann läuft ein Peppermint Angel of Vengeance, den haben wir auch schon gesehen hier in der Sneak Preview und besprochen. Und den fanden wir zumindest ziemlich gut, klar, glaube ich, ne? Kann ich mir sagen. Ja, war okay. Ja, genau. Schöner Action-Kracher. Das krumme Haus läuft an. Letzte Chance, dass er in das Sneak kommen kann. Wenn er jetzt kommt und ich habe nicht getippt, ey. das läuft bei uns nicht an. Das läuft nicht an. Die Reise des Fakir, die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers über die abenteuerliche Reise eines selbsternannten Fakirs, der ihn rund um den Globus führt. Dann läuft noch an ein düsteres Märchen aus Estland. Da verkauft ein Bauernmädchen aus dem 19. Jahrhundert ihre Seele an den Teufel, um ihre große Liebe für sich zu gewinnen. Das heißt November, der Film. Ich erkenne da deutliche Parallelen irgendwie zu Faust oder so. Weiß nicht. Aber ja, lieber gut geklaut als schlecht selber erfunden. Die Erbinnen, Regisseur Marcello Martinesi, erzählt in seinem preisgekrönten Drama von zwei Frauen aus der Oberschicht Paraguays, die sich langsam voneinander entfremden. Alexander McQueen, der Film, war das nicht der von Cars? Nee. Intime Dokumentation über den so zerrissenen wie einzigartigen Modeschöpfer Alexander McQueen, der unter anderem das Hochzeitskleid für Kate Middleton entwarf. Augsburger Puppenkiste läuft ein Film an. Oh. Die Geister der Wahrheit. Adaptiert die Geschichte von Charles Dickens über den herzlosen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, der Besuch von drei Geistern bekommt. Oh. Und das war's. Ja, ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ansonsten schaut was von den anderen Filmen, die aktuell noch laufen. Und ich gucke gerade mal was in den USA. In den USA ist übrigens auch Grindelwald auf Platz 1. Ha, krass. Cringe auf Platz 2, Bohemian Rhapsody auf 3. Und da startet diese Woche Ralph Reicht 2 und Creed 2 und Robin Hood. Gibt es da eine Neuverfilmung? Noch eine? Robin Hood. Ja, mit dem von... Wie heißt das? Taron Egerton, Jamie genau. Foxx. Aha. Von Otto. Also ganz, ganz cool besetzt eigentlich. Otto Bathurst. Bathurst. Wo kommt der her? Aus England. Ah, TH. Okay, na mal gucken. Wieder mal Just Another Robin Hood Movie. So, was haben wir denn noch so hier auf dem Zettel? Achso, Serien. Ich hab. Moment, da muss man hier so ein Ding sie einspielen hier. Ah, falsche Maus. Oh Gott, oh Gott. Hier. Serien. Ich habe eine Serie geguckt, komplett durchgeguckt und bei mir will das immer was heißen, weil ich bin da relativ schnell dabei, dass ich sage, oh, nee, gucke ich nicht weiter. Kate, könntest du dir denken, welche neue Serie, nagelneue Serie, ich komplett durchgeguckt habe? Das ist schwer. Eine neue Serie. Auf Netflix? Netflix oder Amazon Prime. Ich will da jetzt mal nicht... Ach gut. Also, ist nicht auf beiden, ist auf einem. Aber welche neue Serie? Nagelneu. Hm? Keine Ahnung. Beat. Ich habe auf Amazon Prime Beat geschaut. Ja, Beat. Okay. Und nachdem ich zuerst gedacht hatte, sowas wie Berlin Calling hier so, diese Kalkbrenner, dieser Film mit der Kalkbrennermusik, wo es um Techno geht und sowas. Boah, wie überrascht hat mich diese Serie. Also es geht natürlich am Anfang um so einen Typen, der mit Spitznamen Beat heißt und so ein Techno-Club in Berlin ja nicht direkt führt, aber er ist schon seit Jahren in der Szene unterwegs und er lebt quasi so in dem Nachtleben und kennt da viele und kann da viel organisieren und DJs und so weiter und sein Freund hat so einen Club dort, dem gehört der Club und er sorgt halt dafür, dass der ganze Club am Laufen ist, ja, und er ist so quasi der Club-Manager und bringt die DJs ran und kümmert sich da um alles und ist natürlich auch den Drogen nicht gerade abgeneigt. Und nachdem ich so in die erste Folge reinguckt hatte, wo genau das dargestellt wird, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dachte ich, mach mal sehen, ob das was ist. Und dann deutet sich aber da schon diverse Sachen an im Rahmen der ersten Folge, wo ich dachte, oh, das könnte interessant werden. Und genau das wird's auch. Und es wird noch viel, viel abgefahrener und krasser. Und das entwickelt sich dann, also da spielen dann Geheimdienste noch mit rein. Ich will nicht zu viel verraten. Da ist alles Mögliche mit dabei. Und er hat die ganze Zeit so eine düstere Stimmung wie Mr. Robot. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ist einfach düster und bedrohlich. Und er versucht sich da so durchzulavieren.
und mit bestimmten Sachen klarzukommen, ist aber auch sehr, sehr tough und kann sich da gut bewegen. Und der Film hat mich, oder die Serie hat mich dermaßen positiv überrascht. Das hätte ich nie gedacht. Hauptrolle spielt Jannis Niewöhner. Also dem würde ich, wenn es einen deutschen Golden Globe irgendwas gäbe, für die beste Serienhauptrolle würde ich glatt geben. Also Caroline Herford spielt da noch mit. Die spielt eine vom Geheimdienst. Christian Berkel, den hat man auch in diversen deutschen Filmen schon gesehen. Bekanntes Gesicht, würde ich fast sagen. Der hat bei Operation Valkyrie, bei dem Tom Cruise-Film mitgespielt, bei Codename Uncle auch im Kinofilm. Hanno Kofler spielt mit. Dem sein Gesicht hat man auch schon in diversen Filmen, zuletzt bei Werk ohne Autor war mit dabei. Und boah, die Serie ist ein absoluter Hammer. Ich habe vorhin gerade die letzte Folge noch geguckt. Ich bin voll platt. Also ich freue mich da. Ich wäre sehr daran interessiert, wenn es da noch eine weitere Staffel gäbe. Weil die Stimmung, die Art, wie es gespielt ist, die Art, wie es gedreht ist, hat mir unheimlich gut gefallen. Und diese spannende Story, ich darf leider nicht zu viel verraten. Alles, was man über die Serie sagt, wäre eigentlich zu viel gesagt, wenn man schon ein bisschen andeutet, in welche Richtung das geht. Ich kann nur so viel sagen, es geht nicht um Techno und irgendwelche Clubs und irgendwelche Drogen und irgendwas, dass da irgendjemand abstürzt oder sowas, sondern das macht dann ganz, ganz verrückte Wendungen und ja, aber alles sehr glaubwürdig und sehr direkt und sehr nah dran und wirklich gut, empfehlenswert. Ja, habe ich sogar, ohne dass das jetzt eine Hausaufgabe war von dem Serienpodcast, wo ich mit zu Gast bin, gemacht, weil da ist es erst irgendwie im Dezember dran für die Besprechung, habe ich gesehen im Dokument. Aber das hat bei mir bei Amazon immer so reingeploppt hier im Apple TV. Und da habe ich das irgendwie mal angeklickt und dachte, mal gucken, was es ist. Und ja, voll empfehlenswert. Also von mir, ich werde dann in unserem Serienpodcast irgendwie 9 von 10 Punkten geben. Hat mich voll mitgenommen. Voll abgeholt. Nicht schlecht. Ja. Unbedingt mal reingucken. Tach, großartig. Und da sage ich halt auch, wenn Amazon hier diese Serie You Are Wanted mit Schweighöfer gecancelt hat, dann sollen sie lieber sowas machen, weil das ist echt der Hammer. Also das ist auch in Berlin viel on location gedreht, draußen gedreht. Du kannst richtig die Stadt fühlen und alles. Das wunderbar. Beat. Also wer Amazon Prime hat, Beat mal gucken. Empfehlung von mir. Siehst du mal. Haha, jetzt habe ich mal was. Sonst bist du immer die gleich die neuen Sachen alle durchbinscht hier. Ja, aber da hat dich wahrscheinlich auch so ein bisschen abgeschreckt hier, dass es geht um irgendwelche Techno-Sachen und sowas, oder? Nee, ist eine deutsche Serie, die schreckt mich grundsätzlich ab. Ja, vielleicht gibst du mal eine Chance oder so. Ich habe bei Dark habe ich ja schon die Chance gegeben und mir hat Dark total gefallen und das Internet zerfetzt das total. Also von daher, ich gebe das auf mit den deutschen Serien. Das funktioniert. Die ich komme, mit denen ich auf einen grünen Zweig. Aber Dark wird nicht zerfetzt. Also Dark wurde im Internet ganz schön zerrissen. Das ist doch aber auch in alle möglichen Länder verkauft worden, die Serie. Also das ist ein ziemlich angesagtes Ding und auch gut gedreht und so. Ich freue mich auch auf eine zweite Staffel, also von daher. Also ich kenne auch viele, die das Dark total abfeiern. Also das ist jetzt nicht so, vielleicht hast du ausgerechnet nur die falschen Sachen da gelesen. Ja. Vielleicht, ja. Also Beat, Empfehlung von mir zumindest. Vielleicht hat es ja jemand anderes von den geschätzten Hörern geschaut. Dann, ja, meldet euch mal in den Kommentaren. Aber nicht zu viel verraten, wirklich. Wenn da jemand zu viel schreibt, lösche ich den Kommentar. Knallhart. Ja, da bin ich knallhart, weil da soll niemand was verraten. Weil das war an vielen Stellen so überraschend. What? Was? Nein. Und manche Sachen waren so, dass man so unterschwellig irgendwas vermutet hat die ganze Zeit. Und dann ist ja manchmal so, wenn es dann eintrifft, dachte ich, ja, habe ich doch gleich gesagt. Ne? Und dann gibt es manchmal wieder sowas, dass man sagt, habe ich doch gleich gesagt und dann geht es aber doch in eine andere Richtung. Ja, so war es doch nicht, okay. Ja, ganz verrückt. Naja, kommen wir mal zu den sonstigen Themen und mal gucken, was so die Leute hier bei uns im Briefkasten eingeworfen haben. Briefkasten. Vorhin wurde mal so eine Zahl genannt von 11 Kommentaren, die wir bekommen haben. Mal gucken. 12 mittlerweile. Aber da sind wahrscheinlich meine mit dabei, meine Antworten. Das habe ich vorher schon gesagt, dass deine dabei sind. Ja. Naja, dann gucken wir doch da mal rein. Also der Martin
hat geschrieben, danke für den Podcast. Also wahrscheinlich haben wir zu sehr aufgerufen nach Kommentaren. Aufgerufen oder rumgeheult, je nachdem. Ich habe geheult, ja. Ich habe ein bisschen, habe dann auch off-air, habe ich dann noch ein bisschen, habe ich mir ein Kissen hergenommen, ein bisschen reingeweint. Ja, you want some cheese with your wine? Der Martin hat geschrieben, Martin zur Wede, also da er selber seinen Namen komplett ausschreibt, nenne ich ihn auch mal hier komplett. Da ihr in den Kommentaren schreit, gebe ich heute mal meinen Senf dazu und mache euch auf einen Fehler aufmerksam. Was heißt euch? Das war bestimmt ein Fehler von mir letzte Woche, da war ich nicht ganz auf dem Damm. Im Remake von Verdammnis spielt Rooney Mara die Hauptrolle und nicht Noomi Rapace. Ja, der Ersteller dieses Kommentars hat recht. aber ich glaube, die eine war es doch im Original, ne? Ich hätte dann auch mal eine Frage an euch. Welchen Film oder welche Serie habt ihr als Kind oder Jugendlicher geliebt und denkt heute, oh, das kann man sich nur noch schwer anschauen? Bei ihm ist es zum Beispiel Barbarella oder die Serie Time Tunnel. Habt ihr da irgendwas? Ja. Und? Bin ich erst der Letzte drüber gestolpert, weil auf Sci-Fi läuft wieder Buffy im Bann der Dämonen. Oh, ja. Und ich habe die damals geliebt. Ich habe die auch irgendwo noch, glaube ich, auf CD, also DVD oder so. Ich habe die geliebt. Die war der Wahnsinn, die Serie. Und jetzt läuft die gerade auf Sci-Fi und gerade so erste, zweite Staffel oder so. Und mein Gott, ist die mittlerweile also wirklich ganz miese Kampfszenen, ne? Und also auch von der Story her teilweise die einzelnen Geschichten so total Banane. Aber es ist halt Buffy. Ist schon irgendwie geil, aber irgendwie auch mega schlecht. Ja. Hast du ein Beispiel, Chris? Was da? Kann ja auch kann gesagt, ein Film sein oder so. Nee, also ich serientechnisch habe ich echt kein Beispiel. Fällt mir echt nichts ein. Wie geht das manchmal bei Filmen so? Ja, ich hatte das jetzt, ich habe hier letztens Saber Rider als Zeichentrickserie und das. Ich sofort, das kann Kate bestätigen, das haben wir da angeschaut und ich saß wild hüpfend vorm Fernseher. Also ja. Ist deswegen, ja. Ich wüsste es nicht. Also ich würde mal so weit gehen und sagen, ich hatte schon immer einen relativ guten Geschmack. Ja, vielleicht altert auch Zeichentrick etwas besser als reale Verfilmung, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Nein, das wie gesagt, aber mir fällt da wirklich spontan oder so auch, ich habe da den Kommentar auch schon im Vorfeld gelesen und drüber nachgedacht und nee, mir ist nichts eingefallen. Ich hatte es nur bei irgendwelchen Serien, tatsächlich auch so zum Beispiel bei Alf oder so. Ja. Alf? Ja, bei Alf. Ey, Alf, großartig. Ja, klar, damals. Wenn du es jetzt schaust. Nee, immer noch. Ja, ich habe es letztes Mal geschaut. Also die Witze haben schon manchmal ein ziemlich komisches Timing und so. Meine Nichte schaut es zurzeit. Die wird jetzt 10 dieses Jahr. Die feiert das total. Also nur mal so. Ja, gut, damals waren wir vielleicht auch 10, als wir es geil fanden. Weißt du, wie ich meine? Wenn du es aber heute schaust. Und dann hatte ich letztens noch, was war das? Ach ja, genau, eine schrecklich nette Familie. Also da waren halt damals die Witze, boah, da hast du gedacht, boah, das kann man doch nicht im Fernsehen und so, boah, was hat denn der jetzt gesagt? So, das war ganz schön heftig jetzt. Heutzutage denkst du, okay, ja, was fand ich jetzt damals eigentlich so schlimm da dran? Ne? Und da sind halt wirklich auch viele Rohrkrepiere drin, so an Witzen. Also heutzutage würdest du da nicht drüber lachen. Ne? Und ich meine, Filme. Ich habe einige Filme, die ich damals irgendwie sehr cool fand, wo ich dachte, boah, Hammer und so. Wenn du die heute wieder guckst, dann denkst du so, puh, naja, sieht jetzt ein bisschen cheesy aus oder so. Manche sind gut gealtert. Also Stand By Me zum Beispiel, der fand ich sehr gut gealtert. Ja, aber danke für die Frage, Martin. Ja, finde ich auch eine interessante Frage, Mann. Upala. Gern auch weitere Fragen einsenden als Kommentar oder direkt an kate@kinocast.net. Vielleicht fällt uns noch irgendwas ein, dann schreibe ich es noch einen Kommentar. Der andere Martin hatte geschrieben, Eriks leichtes Durcheinander zu Beginn der Folge kann er nachvollziehen, denn hier ist bei euch einiges durcheinander gekommen. Wie Martin schon schrieb, ist Noomi Rapace und so. Ja, ich will es nicht alles vorlesen. Er hat auch Synchronstimme, wer da wen spricht im Original und so. Wer das möchte, kann sich das nochmal durchlesen. Er hat sich aber gewundert, dass mir das alles bekannt vorkam, weil dieser Teil, den wir als Verschwörung gesehen haben, ist nämlich eigentlich kein Remake aus dieser originalen Stieg Larsson-Trilogie, sondern basiert auf einem vierten Manuskript von Stieg Larsson, der jetzt bisher noch nicht verfilmt wurde. Und die Sylvia Höx hast du, Chris, nicht nur in Blade Runner gesehen, sondern auch in der Sneak in Whatever Happens,
wo er hin und weg von ihr gewesen ist. Genau, ich konnte mich nämlich erinnern, dass du noch gesagt hast hier, dass du von der, ich wusste bloß nicht mehr, was es war. Whatever happens. Was war das überhaupt? Vielleicht sagst du auch noch dazu, dass ein zu Recht dahinter steht. Zu Recht. Ausrufezeichen, Smiley. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es in Whatever Happens ging. Aber naja. Ja, die Steff hat da auch nochmal kommentiert und ach, durch meine Verfehlung hier mit, ich sollte öfters mal so völlige Böcke schießen hier, dann kommen die Kommentare hier. Was haben wir noch? Der Super Goofy freut sich schon auf den Kinocast Adventskalender und er hat gemeint, er beginnt ja jetzt bald, habe ich gleich ein bisschen Schreck gekriegt, weil ich habe noch gar nichts weiter gemacht, doch ich habe übers Jahr schon ein paar gesammelt, aber normalerweise bereite ich dann immer schon so die Beiträge so ein bisschen vor, habe ich noch gar nicht gemacht, muss ich noch tun. Zumal ich nächstes Wochenende nicht da bin, da werde ich dann, ja, muss ich das alles schon mal ein bisschen vorbereiten. Der Thomas hat ein paar Filme geschaut. Christopher Robin findet er ein großartig gefilmter, wunderschöner und emotionaler Streifen. Er bietet eine seltsame Mischung aus Düsterkeit und Launen, die es wert ist, angesehen zu werden. 7/10. Happy Time Murders hätte gut werden können, aber ehrlich gesagt ging wohl die beste Arbeit nur für die Puppen drauf, anstatt fürs Script. In Zukunft würde er auch Filme mit Melissa McCarthy meiden. Er gibt 1/10 Punkten. Und der Nikolas, wollte jemand was sagen? Ich habe irgendwie. Nein. Achso, ich dachte. Der Nikolas hat auch zu Justice League noch was gesagt. Er hat Justice League im Kino gesehen letztes Jahr und fand ihn bei Weitem nicht so schlecht. Ja, The Flash hat ihn auch genervt. Seine pseudowitzigen Sprüche waren zum großen Teil überflüssig. Und ich fürchte, DC hat damit versucht, auf den Vorwurf zu reagieren, dass ihre Filme oft zu düster sind. Der Humor wirkt aber eher erzwungen. Spider-Man und Ant-Man nerven mich in den Avengers-Filmen genauso. Den Rest von Justice League fand er aber relativ gelungen und er findet auch Ben Affleck als Batman ganz okay. Ich habe eher mit den Marvel-Filmen der letzten Jahre Probleme, die immer mehr zu flachen Komödien verkommen und mit dem schrecklichen Tor-Takt der Entscheidung. Anmerkung von mir, den fand ich super, ihren Tiefpunkt erreicht haben. Zack Snyder. Snyders Version hätte wohl ziemlich anders und erheblich düsterer sein sollen, als Snyder aus dem Projekt ausstieg. Offiziell wohl wegen dem Tod seiner Tochter soll Justice League bereits fast fertig abgedreht gewesen sein. Man hätte den Film also fast ohne Nachdrehs in die Kinos bringen können. DC hat sich allerdings dagegen entschieden, ordnete etliche Nachdrehs und Änderungen an, wohl auch um den Film lustiger zu machen. Dadurch wirkt der Film irgendwie inkonsistent. Allerdings kann ich mit dem Endresultat doch trotzdem ganz gut leben. Viele Fans hoffen allerdings darauf, die Zack Snyder-Version irgendwann nochmal als eine Art Director's Cut veröffentlicht wird. Ja. Und war da jetzt viel drin, was ihr ähnlich seht oder unterschiedlich, jetzt wo ihr es gerade aktuell gesehen habt? Ja. Dafür, dass er sagt, dass der Film gar nicht so schlecht war, fand er ihn aber irgendwie auch nicht so gut. In der Review. Ich bin jetzt verwirrt. Inkonsistent, ja. mehr Gal Gadot, weniger von den anderen. Der Thomas hat noch The Christmas Chronicles gesehen auf Netflix. Hattest du da nicht schon mal drüber geredet? Nee. Irgendjemand hatte mir da auch schon was auf Netflix, so ein Film. Ein wirklich großartiger Film, die Geschichte ist gut geschrieben, die Witze sind lustig, die Elfen sind niedlich und Kurt Russell verleiht dem Zauber des Santa Claus absolute Coolness. Mrs. Claus war eine absolute Überraschung. 10/10 gibt er. Boah. Ich warte mit den Weihnachtsfilmen noch mindestens eine Woche. Mindestens. Genau, bis zum ersten Advent. Naja, oh, viele Kommentare, vielen Dank an alle. Und weiter so, ja, nächste Woche auch wieder ein paar Kommentare. Bin ja gespannt, was ihr dann so zu den einzelnen Dingen zu sagen habt hier. Under the Silver Lake, vielleicht hat es jemand gesehen. Bohemian Rhapsody, vielleicht hat das auch jemand gesehen. What the Waters Left Behind, vielleicht hat Justice League, ist ja immer noch heißes Thema hier. Und Beat, bin ich interessiert. Hab noch nichts weiter von irgendjemand gehört zu der Serie. Bin gespannt. Aber denkt dran, keine Spoiler und so. Jo, und dann werde ich mal einen Blick hier reinwerfen in die Amazon-Käufe der vergangenen Woche. Über unsere Affiliate-Links, wer damit den Kinocast unterstützt hat. Mal schauen, was da so reingekommen ist. Es lädt noch. Ah, hier ist es. Eine Titanic Blu-ray. Okay. Ist da irgendwie eine neue Version? Nö, die habe ich auch. Gar nichts zu lachen hier. Da gibt es gar nichts zu lachen. Titanic ist ein toller Film. Ich finde ihn echt cool. Ja, also wirklich. Er ist wirklich ein toller Film. Ja. Ja.
Meine es Frau mag den nicht, was komisch ist. Ja. Was ist das? Original Audi VW Lackstift Brillantschwarz. Aha. Hat wohl jemand seinen Kratzer ins Auto gemacht. Lego Dimensions Level Pack Portal. Was ist denn das? Ach, hier für so ein Computerspiel, wo man die so draufsetzt, oder? Diese Dinge. Ja. Was ist das? Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Auf einer DVD hat es jemand bestellt. Der Weihnachtsklassiker. Ja, bereitet sich schon jemand ein bisschen vor. Kann man werbefrei gucken, ja. Ein LG 34 Zoll Monitor. Oh, das sieht gut aus. Für einen Computer. Der war, glaube ich, letzte Woche im Blitzangebot, wenn ich mich recht erinnere. Was haben wir noch? Ein Mauspad. Ziemlich groß. Eher so eine ganze Schreibtischunterlage, würde ich mal sagen. Super Mario Party für die Nintendo Switch. Viel Spaß damit. Cooles Spiel haben wir auch. Die unendlichste Geschichte. Geht es um den Film? Moment. Ach nee, ich dachte, das wäre irgendwie ein Pack, ein Sonderpack von dem Film. Aber es ist eine CD, eine Blu-ray und ein Boxset von einem Künstler namens SDP in der Kategorie Rap und Hip-Hop. Kenne ich jetzt noch nicht. Kennt das jemand von euch? SDP? Nee. Nee? Irgendein Rapper? Nee. Nee, wir kennen nur Crow und die Fanta 4 hier und Freundeskreis. Alle anderen kennen wir nicht. kleiner Fun-Fact, bei uns in die Ecke hier, eine Straße weiter, stand bis gestern oder bis, ja, gestern Abend, gestern Nacht stand der Opel Admiral aus dem Video Dida. Der Original Opel Admiral stand bei uns in der Nachbarschaft. Ich habe ihn fotografiert. Cool. Der, wo da die Frauen mit dem Fanta 4 Logo vorne drauf. Neonfarben dann hinten drauf sitzen. So in etwa. Ja. Ja, aber der war da. Also cool. kleine deutscher Hip-Hop-Geschichtsausflug. Und dich so gut auskennst, weißt du, wo du dieses Video gedreht haben damals? Das sah nämlich alles so ein bisschen nach Leipzig aus. Oh, nee, ich glaube, Leipzig, das haben sie schon hier irgendwo gedreht. Warte mal, Drehort, Fanta 4, die da. Weil da war ja auch so ein Trabi im Film zu sehen, weißt du, was ich meine? Ah doch, hier, guck mal. Ha, tatsächlich. Da stand gerade irgendwas. Fanta. Die Fantastischen Vier damals. Irgendwas. Hä? Also Google hat gerade irgendwie gefunden, hier treten die von der Könneritzbrücke zum Beispiel, hier treten die Fantastischen Vier damals ihr Dida-Video. Steht hier. Und wenn ich dann auf den Link klicke, dann kommt irgendwelcher Käse. Könneritzbrücke in Leipzig. Haben sie wahrscheinlich einen Teil davon gedreht, das mit dem Trabi da. Naja. Vielleicht weiß es jemand genauer, der zuhört. Dann auch einen Kommentar schreiben. Ansonsten denke ich mal, sind wir durch für heute, oder? Mhm. Ja. Bremen hat gerade das 1-1 geschossen. Ja, gegen Freiburg. Dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Dann, liebe Hörer, geht fleißig ins Kino, schreibt Kommentare, empfehlt uns weiter. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.